Jo, was geht, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer DodoPlays. Und das heutige Video ist wieder mal ein richtig, richtig traditionelles Video. Und zwar in den letzten Seasons habe ich schon öfters mal hochgeladen. Und zwar analysieren wir heute einen neuen Ort. Und heute ist es Neo Tilted. Es ist nicht ganz ein neuer Ort, aber da er ordentlich verändert wurde in Season 9, fange ich damit heute an mit der Analyse. Wir gucken uns, wie viele Kisten, wie viele Munitionsbehälter und wo gibt's so die ein oder anderen Geheimverstecke. Und damit sage ich mal, ab ins Video. Und damit fangen wir gleich mal mit der neuen Analyse von Neo Tilted. Erstmal ein paar Basics, und zwar gibt es in Neo Tilted 30 Kisten und, jetzt haltet euch fest, 62 Munitionsbehälter. Das ist auf jeden Fall eine absolut kranke Zahl und ich muss sagen, da war ich selber extrem überrascht, weil wir das vorher auch noch nicht hatten, dass es wirklich so eine große Anzahl von Munitionsbehältern ist. Natürlich spawnen nicht immer alle Leute, das ist natürlich alles in der Spielwiese gezählt worden, damit das dann auch alles da ist. Das ist also die maximale Anzahl, die sein kann. Meistens in den Runden sind es dann immer ein paar weniger. Und nun seht ihr auch schon im Hintergrund eine Karte eingeblendet, auf der ihr die ganzen Häuser seht und die Zahl darauf verrät euch, wie viele Kisten in dem jeweiligen Haus sind. Ich habe jetzt nur die Kisten darauf gezählt, weil das ist ja auch das einzig Wichtigste. Und ihr werdet schon bemerkt haben, dass das im Durchschnitt immer 3 bis 4 Kisten sind. Nicht mehr. Auch bei einem größeren Gebäude, wie zum Beispiel hier, dem guten Tower mit den fast 5 Stockwerken. Das ist natürlich absolut ein großer Tower und da nur 3 Kisten ist natürlich schon extrem, extrem wenig. Was auch noch 3 Kisten hat, ist zum Beispiel das Hotel hier unten, relativ klein. Dann das neue Gebäude, das, wie ich es nenne, Basketballgebäude. Dann der Park hat sogar 4 Kisten. Dann der Taco-Laden hat auch 4, also 3 der Taco-Laden, eine hier noch in dem Haus. Dann die Baustelle hier links hat auch nochmal 3 Kisten. Die Tankstelle dort hinten nur 2. Und der Big Ben 1 plus das Haus hier hinten. Das Haus da hinten hat keine Kiste, Leute. Ganz, ganz wichtig, keine Empfehlung, dort zu landen. Wo man auch nicht landen sollte, nach meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall im Dürrberger Palast. Auch wenn er mit zusammen fast 4 Kisten hat, komme ich mit diesem Haus nicht klar. Einfach, ich lande da und sterbe sofort. Macht gar keinen Sinn für mich, da mehr zu landen. Ist auf jeden Fall für mich ein No-Go, das neue Main-Gebäude. Nun nochmal zu ein paar Easter Eggs in Tilted. Es gibt nämlich 2 Kisten, die ein bisschen versteckter sind. Und zwar Kiste Nummer 1 befindet sich genau dort in diesem 1x1-Block unter der Antenne. Dort ist eine Kiste drin. Und das ist natürlich das Highlight gewesen, was ich vorher auch noch nicht wusste, bevor ich dieses Video gemacht habe. Hier unten, ganz versteckt, ist auch noch eine Kiste in der Brücke. Das ist schon echt gut versteckt, muss ich sagen. Und vor allem auch kreativ gut gelöst. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice, finde ich. Ich würde auch sagen, dass Tilted auch ein wunderschöner Ort geworden ist. Aber trotzdem vermisse ich ein kleines bisschen auch das alte Tilted mit meinem Taco-Laden und den nicht allzu hohen Häusern, wo man öfters auch schon mal runtergefallen ist in dieser Season. Aber trotzdem finde ich, es ist super geworden. Viele Kisten, viel Loot, 62 Munitionsbehälter ist schon eine ordentlich stattliche Zahl. Und ein bisschen Grün ist dazu geworden. Vom Bildlichen sieht es schöner aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich mega gefreut, über diese Stadt ein Video zu machen. Es war aufwendig, deswegen würde ich mich mehr über ein Like und ein Abo freuen. Da sage ich nur noch eins, bis zum nächsten Mal. Das war's von meiner Seite aus. Euer DodoPlays.